Hey Leute, ich bin Alexandra, DE7YLA. In Folge 5 unserer Serie geht es um Amateurfunk, Abkürzungen und Begriffe. Jedes Hobby hat seine eigene Sprache. Das gilt auch für den Amateurfunk. Hier gilt das besonders, da man es mit einem sehr internationalen Hobby zu tun hat und nicht jeder perfekt Englisch kann. Also hat man sich schon vor sehr langer Zeit auf bestimmte Abkürzungen geeinigt. Die wichtigsten davon sind die sogenannten Q-Gruppen. Das sind drei Buchstabenkombinationen, die immer mit einem Q beginnen und dann folgen zwei weitere Buchstaben. Hier mal einige Beispiele. Bist du QRV? Bedeutet, bist du bereit. Mein QTH ist Solingen, bedeutet, mein Standort ist Solingen. QSL bedeutet, ich habe verstanden, bzw. ich bestätige den Empfang deiner Nachricht. QRG für die Frequenz, QRM für Störungen durch andere Funkamateure, zum Beispiel, ich habe hier starkes QRM. QSY für eine Frequenzänderung und QSO für ein Funkgespräch. Danke für das nette QSO zum Beispiel. Weitere allgemeine Abkürzungen sind CQ für allgemeiner Anruf, DX für Fernverbindung, 73 für viele Grüße, Award für Amateurfunkdiplom, OM für Funkamateur, Old Man, YL für eine weibliche Funkamateurin, Young Lady, XYL für Ehefrau, CW für Morsetelegrafie, HEM für Funkamateur, HF für Kurzwelle, PA für Sendeverstärker, SWL für Kurzwellenhörer, TRX für Funkgerät, UTC für Weltzeit, LOG für Logbuch, SCET für eine verabredete Funkverbindung und OP für Operator, also Funkamateur. SDR bedeutet Software Defined Radio, also softwarebasiertes Funken bzw. Empfangen. FM bedeutet Frequenzmodulation. SSB bedeutet Einseitenbandmodulation. Das ist noch ein LSB, Lower Sideband, und USB, Upper Sideband unterteilt. Ein weiterer wichtiger Begriff ist Contest. Das ist ein Amateurfunkwettbewerb. Das nächste Video kommt bald, also lasst ein Abo da oder macht das Plus weg und begleitet uns auf dieser spannenden Reise in die Welt der Technik. 73, das heißt viele Grüße in der Funkersprache. Eure Alexandra.